Ich weiß nicht, ob ich den Joker nehmen soll. Ich weiß nicht, was noch kommt. Fast krank. Eine neue Lieder- oder Weiß-Folge steht an mit Ochi Vrid. Ochi, du kennst, glaube ich, das Prozedere. Du hast einen Joker. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Die erste Frage lautet wie immer, lila oder weiß? Ja, beides. Lila oder weiß. Ich würde mich für lila entscheiden, weil das Trikot jetzt auch lila ist. Und ich glaube, lila die prägnere Farbe ist. Nehmen wir so. Quasi oder Ochi? Ochi. Ja, ich glaube, viele kennen mich unter Ochi. Ich glaube, quasi nennt mich jetzt nur meine Mutter oder meine Familie. Deswegen Ochi. SC Hamm oder Concordia Hamburg? Da würde ich mich für SC Hamm entscheiden, weil das mein allererster Verein war und ja, ich dort groß geworden bin. SC Hamm oder FC St. Pauli? Puh. Schwierig, aber ich glaube, ich würde mich auch für Hamm entscheiden. Ja, aus dem besagten Grund, den ich gerade genannt habe. Ja. Wir machen weiter. Hamm oder Lüneburger SK? Ja, auch schwierig, aber ja, ich glaube, Lüneburger SK habe ich so den großen Sprung geschafft. War ein wichtiger Schritt für mich in den Profifußball, deswegen LSK. LSK oder FC Bayern? Ja, mit beiden Mannschaften viel erlebt. Ja, ich glaube, die größeren Ziele bzw. Titel da mit Bayern erreicht. Ja, deswegen FC Bayern. Okay, dann hast du noch eine Station in Holland. Also FC Bayern oder Willem Twee? Da würde ich mich auch für FC Bayern entscheiden. Ja, hatte drei tolle Jahre dort, viel gewonnen, viel erlebt, viel gelernt. Ja. Deswegen FC Bayern. FC Bayern oder Holstein Kiel? Denke auch FC Bayern. Ja, hatte dort eine sehr tolle Zeit ja, und schöne Jahre gehabt. Ja, und dann natürlich noch FC Bayern oder VfL Osnabrück? Ja, VfL Osnabrück. Ja, ein erstes tolles Jahr gehabt. Fühle mich jetzt auch hier sehr, sehr wohl und ich hoffe, dass wir bald auch Siege und Erfolge feiern können. Jupp Heynckes oder Niko Kovac? Boah. Jupp Heynckes würde ich sagen. Ja, durch ihn den Sprung so zu den Profis geschafft. Ja, unter ihm mein Debüt gemacht bei den Profis. Ja, ein super Trainer gewesen, deswegen Jupp Heynckes. Schon was Besonderes, Jupp Heynckes mal seinen Trainer oder was Jupp Heynckes ja, mal trainiert hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Was sehr, sehr Besonderes gewesen, unter ihm trainieren und spielen zu dürfen. Ja, eine super Person gewesen, super Trainer, ja, wovon ich heute noch profitieren kann. Ribéry oder Robben? ja, beide super Spieler gewesen. Würde mich da aber für Ribéry entscheiden, ja, weil er eigentlich immer für gute Laune gesorgt hat in der Mannschaft und mich auch oft zum Lachen gebracht hat. Gegen wen war es unangenehmer, David Alaba oder Jerome Boateng? Beide unangenehm, aber ich glaube eher Jerome Boateng, weil das eher mein direkter Gegenspieler war im Training und der eigentlich auch eine super körperliche Präsenz hat und er auch überragend in den Zweikämpfen ist. Ja, wir machen es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Ahmed Arslan oder Chris Conte? Ich weiß nicht, ob ich den Joker nehmen soll. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ja, ich hoffe, Chris ist mir nicht böse, würde mich für Arme entscheiden. Ja, tolles Jahr mit Ihnen hier gehabt, auch in Kiel eine schöne Zeit gemeinsam gehabt. Auch einer meiner besten Freunde immer noch, sind täglich im Kontakt, deswegen Amo. Vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Frage von ihm später. Naja, wir machen erstmal weiter. Musik oder Podcast? Musik. Afrobeats oder R&B? Würde ich mich für Afrobeats entscheiden. Lil Baby oder Gunna? Boah, früher hätte ich gesagt Lil Baby, aber Stand jetzt Gunna. Tanzbattle
Wer würde gewinnen? Ochi oder Pechato? Pat würde gewinnen. Also ich glaube, ja. Pat macht das gut. Und wenn wir doch beim Podcast bleiben, lieber eigener Podcast oder lieber am Podcast zu Gast? Ich glaube, lieber Podcast zu Gast. Okay. Dann machen wir weiter mit lieber leben in Hamburg oder lieber leben in Osnabrück? Da würde ich mich für Hamburg entscheiden. Du bist Hamburger Jung. Genau, Heimatstadt, dort aufgewachsen, geboren, groß geworden. Für mich die tollste Stadt Deutschlands. Aber Osnabrück, hier lässt sich es auch gut leben. Sehr gut. Torschützenkönig in der Regionalliga Nord oder Torschützenkönig in der Regionalliga Bayern? Ja, ich glaube, da würde ich mich für Regionalliga Nord entscheiden, weil es, glaube ich, einfacher ist, beim Superverein wie Bayern zu spielen und dann halt dort so gute Mitspieler zu haben und da Torschützenkönig zu werden, als das in Lüneburg der Fall war. Deswegen würde ich, glaube ich, den Titel dann höher setzen. Dann machen wir weiter mit Regionalliga Nord oder Torschützenkönig in der Regionalliga Nord oder Torschützenkönig in der dritten Liga. Vielleicht dann die gleiche Antwort, weil auch in der dritten Liga hast du, glaube ich, nicht so schlechte Mitspieler beim FC Bayern. Aber ich glaube, da würde ich mich eher für Torschützenkönig dritte Liga entscheiden, weil ich das ganze Jahr dann damit verbinde, dass wir dort Meister geworden sind, uns nach der Hinrunde keiner auf der Rechnung hatte, wir eine überragende Rückrunde gespielt haben, ich dann noch Torschützenkönig geworden bin und wir dann Meister wurden. Dann nehmen wir das. NLZ oder Straßenkicker? Eher Straßenkicker. Da bin ich groß geworden. Immer viel Spaß gehabt. Tolle Mitspieler gehabt, Freunde, wovon das eigentlich auch viele in Hamburg dann in den Profibereich geschafft haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt an Chris denke, mit dem man auch früher in den Straßen Hamburgs gezockt hat. Deswegen würde ich mich für Straßenkick entscheiden. Schon eine verrückte Geschichte, wenn Chris erzählt, dass du sein Vorbild damals warst und er immer so werden wollte oder dich irgendwie als Vorbild gesehen hat, ist schon cool. Jetzt spielt ihr zusammen, also eine besondere Geschichte, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ich war dann halt auch so einer der Ersten, der das dann irgendwie aus dem Nichts dann in den Profibereich geschafft hat. Aber wenn ich denke, wer dann alles nachgezogen ist, wenn ich jetzt an Chris, Derek, Sisi, also Chris' Bruder, Aaron, kann ich die Liste noch weitergehen, die das dann halt in die zweite Liga geschafft haben oder sogar noch höher. Ist das schon was Besonderes. Linker Fuß oder rechter Fuß? Ganz klar linker Fuß. Mein rechter ist ganz okay, aber jetzt nicht so stark wie mein linker, deswegen eher Linksfuß. Schönes Kopfballtor oder Tor außerhalb des 16ers? Eher Tor außerhalb des 16ers. Ich glaube, ich habe eher die Stärken mit dem linken Fuß als mit dem Kopf. Aber ja, beides schön, aber ich glaube eher Tor außerhalb des 16ers. Was ist besser, Ecke von Kimmich oder Ecke von Flo? Da würde ich mich für die Ecke von Flo sogar entscheiden, weil er super Standards reinbringt. Ich eigentlich bisher nur ein Testspiel von profitieren konnte. Aber ich glaube, wir haben auch generell durch Standards viele Tore gemacht bisher in der Liga und hoffe, dass wir jetzt dran anknüpfen können. 4-4-2 oder 4-3-3? Also im Prinzip Doppelspitze oder Einzelsturm? Eigentlich egal, aber auch schön in der Doppelspitze zu spielen. Deswegen würde ich mich jetzt einfach hier für 4-4-2 entscheiden. Okay. Messi in deinem Team oder Ronaldo in deinem Team? Boah, schwierige Frage, aber ich glaube eher Messi, weil Messi einfach alles kann. Also er ist überragend am Ball, kann ein Spiel immer für sich alleine entscheiden, kann das Spiel an sich ranziehen. Und ich glaube eher, dass Mitspieler von ihm profitieren würden als von Ronaldo. Alles klar. Wir haben hier so eine ganz interessante Frage bekommen. Deinen besten Freund küssen oder deine Haare abschneiden? Was ist das für eine Frage? Haare abschneiden, aber das ist krank. Wir dachten, ob es da vielleicht... Kommt es noch schlimmer? Nein. Ob es da vielleicht noch eine Vorgeschichte gab, aber vielleicht ist es auch einfach nur... Ja,
Boah, keine Ahnung. Joker? Dann nehmen wir hier den Joker. Wir machen weiter mit Frisuren. Dreadlocks oder Cornrows? Ja, Cornrows. Dreadlocks hatte ich bisher noch nicht. Wollte ich eventuell mal ausprobieren, aber da ich das Problem, wenn man es einmal dann anfängt, dann muss man wahrscheinlich dann die Haare abschneiden, wenn man keine Lust mehr drauf hat. Und bei Cornrows kann man die einfach wieder aufmachen, deswegen eher Cornrows. Okay, wir sind gespannt, was da in der Zukunft noch kommt. Schick oder lässig? Lässig, ganz klar. Magenta Sport oder Sky? Boah. Sky? Magenta Sport aber hatte ich noch nie. aber Sky schon, deswegen eher Sky. Ghana oder Deutschland? Oh. Ich glaube, ich würde mich dafür. Boah, schwierig. Ich glaube, ich würde mich dafür Ghana entscheiden. Ja, Heimatland meiner Eltern, Kultur halt vorgelebt bekommen, auch wenn ich in Deutschland aufgewachsen bin und ich mich hier auch sehr wohl fühle. Ja, mag ich die Vibes in Ghana mehr, deswegen will ich mich für Ghana entscheiden. Alles klar. Auffällig oder unauffällig? In Bezug auf? Ja, dann eher unauffällig. Ja, was vielleicht Klamottenstil angeht, eher auffällig, aber sonst generell eigentlich eher unauffällig. Okay. Einwechslung, also erste Einwechslung in der Bundesliga oder Ligator gegen Ajax Amsterdam? Boah. Beides besondere Momente, aber ja, ich glaube, ich würde mich eher für Tor gegen Ajax entscheiden, weil es einer meiner ersten Spiele da in Holland war. Ich vorher lange verletzt war. Das, glaube ich, mein drittes oder viertes Spiel dann für den Verein war und dann halt direkt so gegen Ajax treffen konnte und wir dann zu Hause einen Punkt geholt haben, war schon was sehr Besonderes. Bremer Brücke oder Allianz Arena? Boah, ganz klar Bremer Brücke. Ja, die Stimmung hier ist einfach fantastisch. Ja, so ein kleines Hexenkessel, deswegen Bremer Brücke. Als Hamburger Jung, Volksparkstadion oder Millerntor? Ja, ist nicht so schwierig, die Frage zu beantworten, als ehemaliger St. Pauli-Spieler da, ganz klar Millerntor. San Siro oder Bernabeu? Boah, beides super Stadien. Da würde ich mich für San Siro entscheiden, weil ich da einmal schon eine Stadiontour gemacht habe und das ja unglaublich fand. FIFA oder 2K? Boah, ja, 2K. FIFA spiele ich eigentlich fast gar nicht mehr, sondern nur 2K, deswegen 2K. Fufu oder Jollof? Beides lecker. Ich glaube, würde mich da aber eher für Jollof entscheiden. Klar. Ibiza oder Marbella? Beides tolle Orte. Ja, ich glaube, ich würde mich da eher für Marbella entscheiden, weil in den Urlaub, ja, der war einfach ein bisschen witziger mit den Jungs. Deswegen Marbella. Jimmy oder Joker? Jimmy oder wer? Jimmy oder Joker? Wow. Oh. ja, Jimmy. Stehplatz oder Sitzplatz? Sitzplatz. Und letzte Frage. Ein Jahr kein Softdrinks oder ein Jahr kein Fastfood? Ein Jahr keine Softdrinks. Okay, das willst du aushalten. Ochi, dann danken wir dir für diese sehr interessante Folge Lieder oder Weiß. Ja, bitteschön. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Ciao. Hallo, liebe Fans. Ich hoffe, euch hat die letzte Lila oder Weiß-Folge gefallen. Hier könnt ihr euch die letzte Folge anschauen und hier könnt ihr den Kanal abonnieren.